Hallo Leute und willkommen zurück zu Uncharted 3. Wo sind sie? Hey, hey! Hier unten! Alles klar, Leute! Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht! Mist! Hey, Mann, da! Der Turm! Was ist mit Sully und Chloe? Denen geht's gut. Sieh mal, da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute. Und weg ist er. Ach, Cutter, Mensch. Mensch, wo bist du denn hin? Du sitzt da in der Ecke, ne? Wie immer wäre es schön, wenn ich das leise hinbekomme. Ich weiß nicht, ist das hier vorne? Das ist ein Durchgang, ne? Da könnten wir also rein und uns eventuell einen von hinten schnappen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele da überhaupt sind. Wir müssen leise sein. Ja, ich möchte es gerne, aber... Zusammenbleiben! Findet sie! Okay, hier ist keiner mehr. Ja, das ist hier irgendwie eine... Ah, das ist eine blöde Deckung hier. Das ist nämlich so gar nicht wirklich eine Deckung und... Ah. Hier ist aber eine. Ich habe keine Ahnung, ob der hier links von mir ist. Nee, da ist gar keiner. Okay. Ah, Nummer 1 ist hier. Komm schön her. Komm doch her, mein Lieber. Dann kann ich dich hier vielleicht in die kleine Grube ziehen. Ich weiß halt nicht, wie viele da vorne noch sind, ne? Oh, nein. Hat aber funktioniert. Sehr gut. So, was habe ich überhaupt für Waffen? Ich habe die abgesägte Schrotflinte und irgendeine Pistole. Also hier vorne ist jetzt erstmal keiner mehr. Sehe ich das richtig? Da unten noch einer. Und hier könnte ich hochklettern. Der dreht mir da gerade den Rücken zu, oder? Würde ich das jetzt nämlich eventuell von oben versuchen? Oh shit, oh shit. Geh schnell rein. So, und am besten... Oh, Kamera. Oh, da ist ja einer. Oh Mann, ich hoffe, hier vorne ist keiner. Oha! Du gehörst mir! Nein! Och, Leute! Warum? Ich muss aber auch sagen... Hat er mich gesehen da unten? Ja, oh nee. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dafür, dass hier so viele, naja, ich sag mal, Schleichpassagen vorgesehen sind, die so oft sagen hier, komm, wir machen das leise. Blöde Granate. Wow. Ja, muss ich sagen, ist es aber nicht, da sind die Gebiete nicht ganz so cool. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es wird immer gesagt, hey, mach das leise, aber alles total unsinnbar irgendwie. Und das ist dann ziemlich uncool, weil, keine Ahnung. Ja gut, ich hätte jetzt vorhin einfach warten können. Ja, dann hätte das funktioniert. Klar, ich hätte einfach hier warten müssen. Aber trotzdem, also finde ich so generell. Ja, kommt das schon, ne? Ja, mehr. Und das ist schon fast schon angekommen. Und guck mal bei der abgesehenen schieß ihm die ganze Zeit in den Unterleib. Das ist nicht gut, ne? Machen wir es mal so. Ja, schade, wirklich. Also hätte mal wieder geil werden können, aber... Naja, jetzt komm her. Nehme ich wieder die abgesägte Schrotflinte und dann renne ich halt drauf wie Rambo persönlich. War da jetzt noch Munition? Du hattest die doch auch. Mensch, das habe ich jetzt noch. Ja, echt schade. Und das sind viele Leute. Das wäre eine geile Schleichpassage gewesen. Ja, das kriege ich so mit. Das kann ich knicken. Ich glaube, ich bin mal wieder zurück oder eventuell mal hier unten hin. Ah, Cutter, du bist das. Achso, ich wollte gerade schon auf dich schießen. Gut, dass ich es dann doch nicht komplett getan habe. Ich glaube, die AK würde sich jetzt hier aber eher anbieten. Den kriege ich niemals. Da vorne, der ist weg. Okay, da unten ist auch noch einer, den bekomme ich. Hier, oh, hi, vermutlich auch nicht. Gut ausgewichen, Nate. Das war sehr schön. So, wie wäre es denn mal, wenn ich jetzt hier in Deckung gehe? Da haben wir auf jeden Fall eine Gasflasche. Ja, hau doch nicht wieder ab. Ich hoffe nur, die sind nicht so klug und schießen da selbst auf die Gasflasche, weil dann... Ist hier vorne noch einer? Ich habe keine Ahnung. Cutter, mach mal ein bisschen was, das wäre total schön. Wenn du die auch mal so ein bisschen irgendwie ablenken würdest. Oder, au! Wer... Keine Ahnung von... Ach, hallo, ich dachte, das ist... Nee, Leute, also am liebsten will ich das nochmal machen. Gut, ich glaube, ich sterbe jetzt nicht, ne? Also, so schlecht bin ich dann doch nicht, aber... Schade, schade.
Der ist schon mal weg. So, da vorne ist noch einer. Ich habe noch Granaten, ne? Wisst ihr was? Ich werfe da mal eine hin. Leute, ich weiß jetzt übrigens, wie ich das Granatenwerfen abbrechen kann. Sind die beide draufgegangen? Geil. Hat mir nämlich jemand in die Kommentare geschrieben. Vielen, vielen Dank. Das geht anscheinend mit Dreieck. Dass ich, wenn ich die geworfen habe, einfach Dreieck drücken kann. Wo willst du hin? Oh, nachladen. Und hat sich selbst gesprengt. Ja, geil. So. Jetzt lass mir erst den hier vorne verknöpfen. Ah, ja. Katha, was machst du eigentlich? Wo bist du? Worauf schießt du? Habe ich auch keine Ahnung. Aber auch direkt ausgenockt. Sehr schön. Waren das jetzt etwa alle? Oh, da kommt noch... Ah, nee, das ist Katha. Hey, cool, dass du da bist. Ja, wie gesagt. Also, es hätte wie immer geil sein können zum Schleichen, aber war es dann doch nicht. Ich gucke jetzt hier nochmal ein bisschen nach Munition. Da haben wir schon mal was. Die Pistole möchte ich nicht. Und da ist der Turm, wo wir dann letztendlich hin müssen. Ja, jetzt kommst du hinterher, Katha, ne? Jetzt kommst du. Ja, und ich hätte natürlich die Flaschen hier nutzen sollen. Das wäre auch noch relativ schlau gewesen, aber nun gut. Da ist auch noch eine Gasflasche. Naja, okay. Wir haben es ja gepackt. So, muss ich denn jetzt... Was sagt der Tipp? Ja, da muss ich hin. Ich wusste jetzt gerade noch nicht, ob von oben oder von unten. Hier müsste doch auch noch ein bisschen Munition liegen. Ja, noch was für die AK. Und die Mikropistole möchte ich nicht. Para 9, wie viel habe ich denn dafür? 12, okay. Dann gucken wir mal, 45. Sieht doch schon besser aus. Ja, hier wäre auch noch eine gewesen. Aber vielleicht kommen hier ja noch ein paar Gefechte. Oh, da geht's rein. Nein, das möchte ich ungern, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind. Komm, hier lang. Ganz genau. Ganz genau. Ach, guck mal, muss ich mich da draufstellen? Nee. Das sah gerade im ersten Moment so aus. Oh. Das ist ein... Ja, oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Oh, es sieht fast so aus. Gibt es Teleskop? Ja, klar. Danke. Ah, müssen wir jetzt von hier wieder den Polarstern suchen oder irgendwas anderes? Was mache ich hier? Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte... Hallo? Ich wollte da reingucken. Okay, also der kleine Wagen. Das ist der Polarstern. Und der zeigt hierhin. Warum funktioniert das jetzt wieder nicht mit Select und... Ach, dieses Spiel, ne? Ganz ehrlich. So. Hey, da ist das Symbol wieder. Ja, schön, dass du auch mal auf die Idee kommst. Kann ich dir jetzt schon das Teleskop benutzen, oder... Oder muss ich dafür noch warten und hier noch mehr antriggern? Ah, L1, Moment. Ah, wenn ich hier drauf stehe. Ja, okay. Diesmal ist es vielleicht nicht oben, sondern unten irgendwo. Dann muss es etwas mit dem Schloss selbst zu tun haben. Was? Eine Art Zeichen oder Symbol. Was? Eine Art Zeichen oder Symbol? Hallo, Katha. Bist du vielleicht das Zeichen oder das Symbol? Diesmal... Irgendwo unten, was ist denn da? Ist das irgendwie... Warte. Ja, da. Aha. Wie unten so oben? Ja. Das sieht ja schon mal ganz okay. Gut aus. Okay. Beweg das Visier nach oben. Was siehst du? Ach so, okay. Muss ich mich wieder hier draufstellen, ne? Genau. So, beweg das Visier nach oben. Wir bleiben mal so relativ auf der Spur... Ja, bist du den Stern hoch? Ich denke mal nicht, ne? Ja, was sehe ich denn? Ja. Ach da! Diese Säulen. Das muss es sein. Okay, gehen wir rüber und sehen es uns an. Ja, unterwegs treffen wir Sally und Chloe. Sie sind da drüben! Nein! Shit, die haben uns! Komm schon, Charlie, wir können hier nicht bleiben. Was habe ich für eine Waffe? Ich habe die AK, ne? Wir müssen weg, wir können hier nicht bleiben. Ja, aber wir müssen die doch... Ach du Scheiße. Shit. Wo kommt das denn her? Oh Gott. Das ist Sally. Können wir doch nicht alle töten jetzt, oder? Ich bin mir da gerade nicht so sicher, wenn jetzt... Oh.
Gut, wenn Cutter auch rennt, ja komm, dann rennen wir auch. Ich meine, wir können ja erstmal umwerfen mit Granaten. Wir können ja erstmal ein bisschen näher zu der besagten Stelle hin. Ich sollte auch wenn dann die Aqua nehmen. Oh, was ist denn mit ihm passiert? Er ist ganz fix runtergefallen. Aber die kommen doch jetzt bestimmt auch am besten nicht dann da. Die kommen doch jetzt hier hoch. Lass uns mal hier in Deckung gehen. Ich meine, von unten kann ja keiner kommen. Cutter ist da jetzt gerade. Und ich zweifle gar nicht so schnell mit der Aqua. Kein Wasser. Cutter, du machst das ja in der Treppe, ne? Das kann ja eigentlich sonst. Hat noch gepasst, aber leider zu spät. Also, ich hab's noch gekriegt, aber nee, den krieg ich nicht von hier, das ist zu weit. Hat da oben einer eine Panzerfaust? Und wer zur Hölle? Es hilft mich doch einer von hier. Kannst du hier schnell zurückwerfen? Nee, bitte. Ich weiß nicht, was mit der Granate passiert ist, keine Ahnung. Wirf den doch mal da runter oder so. Da geht's doch runter, wirf den da hin. Ganz ehrlich, hier trifft mich nämlich die ganze Zeit einer. Das ist ungeil. Jetzt geh ich hier gleich runter. Ja, jetzt mach ihn fertig, nimm die Granate, alles klar. So, wer wo trifft mich hier? Ach, da hinten. Boah, never. Ah, abbrechen, ich hab's so spät abgebrochen. Komm ich da nicht irgendwie hin? Ach ja, das ist keine Deckung, ne? Oh, Mann. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin. Total planlos, ich hab keine Ahnung, wo Cutter ist. Aua, jetzt hört doch mal auf. Treffen aber auch verdammt, ja, lass dich mal fallen. Lass dich fallen, bitte. Lass dich einfach fallen. Die treffen auch verdammt gut. Na, jetzt bin ich in so einem Labyrinth-Dingens oder was? Hier kann ja von jeder Seite einer kommen. Das ist auch nicht so gut für mich. Ach, die hauen wahrscheinlich hier ab, ne? Oder hat es beide getroffen? Ich kann es haben. Ja, den einen schon mal nicht und den anderen da hinten. Das sieht aber auch so ein bisschen mit den gleichen Anzügen und so. Sind das echt so Lemminge, ne? Also, hey, warte. Das war nice, Nate. So müsste es immer laufen. So, ich bin auf freier Fläche. Nicht geil. Ich bin doch wieder hier oben hin. Ja, Nate. Weg. Habe ich da vorne nicht noch irgendwo eine Deckung? Weil wenn ich so weit weg bin, schaffe ich das never. Wo ist der? Wo sind die überhaupt? Da ist er. Ich hasse diese AK-Winkel. Ich hasse die hier so sehr. Kann ich da oben eine Granate hinwerfen? Keine Ahnung, ob es passt. Wir gucken mal. Nein. Ich renne jetzt raus, ganz ehrlich, hier drin ist mir das... Hallo, ist mir das ein Tick zu weit weg, ehrlich gesagt. Ich glaube, oh, hallo. Ja, oder es war eine Zoom-Waffe. Ich dachte, Cutter hätte da ein paar getötet. Oh, da ist die Zoom-Waffe. Nimm sie. Nimm sie mit, Alter. Nimm sie mit, weil dann kommen wir nämlich ohne Probleme hier rein. Und dann kann man das auch von hier so mehr oder weniger gut managen. Wo ist denn einer? Da oben. Alter, ich hasse dich sowas von im Visier. Naja, jetzt kommt der oben erst wieder raus. Ihr verarscht mich doch hier, ne? Ich habe kurz Zeit überlegt, auf die Flasche zu schießen, bis mir dann bewusst wurde, nein, die treffe ich sowieso nicht. Was mit dem hier unten? Hör doch mal auf mit deiner blöden Granate, Mensch. Trotzdem immer noch die Hälfte Nahkampf, ne? Obwohl ich auch schon 100 Mal gesagt habe, ich will das nicht mehr machen. Was ist denn jetzt mit dem da oben? Ist der weg? Ich höre irgendjemanden quatschen. Wer ist denn da oben? Wer ist denn da oben? Ist das... Geht man nicht mal, ey. Ich laufe jetzt hier noch mal ein bisschen rum. Ach, da war noch einer. Hallöchen. Also, die sind zu schlau für mich hier. Der ist nicht tot. Ey, das ist eigentlich geil hier drin. Boah, coole Idee, Junge. Coole Idee, danke für den Tipp. Kann ich in Deckung gehen? Und wer hat mich denn jetzt... Ach, er. Komm runter. Da ist der Nächste. Scharfschützen! Oh, die sind zu zweit. Ernsthaft. Scharfschützen, ja gut, dann muss ich ja da unten in der Grube bleiben. Oder von mir aus hier drin, aber dann in Deckung. So, Cutter ist hinter mir. Wo ja, sind die beiden? Wir können die Säulen vom Turm aus erreichen. Können die... Was? Ach so, sind die Scharfschützen jetzt egal, oder was? Naja, okay. Nee, die Waffe möchte ich nicht. Komm schon, wir müssen sie einholen. Ja, klar. Ach, die Scharfschützen... Ach so, die sind jetzt abgehauen. Das kann natürlich auch sein, ne? Dass wir die jetzt hier so ein bisschen... Seid ihr okay? Verfolgen. Zumindest in einem Stück.
Nate. Kommt, ich glaube, wir haben etwas. Einfach da durch. Ich meine, das hat sogar Cutter geschafft. Schön, das sollte für dich kein Problem sein. Gleichfalls. Hey, Chloe, alles cool? Und Sully? Hattet ihr auch so einen Stress wie wir? Ich glaube nicht, ne? So, was haben wir jetzt hier? Gut, das ist die Wand. Okay, der Eingang zur Gruft sollte irgendwo hier sein. Und? Was sagt der gute Lawrence dazu? Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Ach, Moment, was ist denn hier? Welche? Und ein Eingang zu was? Naja, zu einem anderen Reich, einem Heiligtum, einer Opferstätte. Oh, das hört sich spaßig an. Ach so, ich kann hier... Ah, Moment. Ich kann hier alle potenziellen Eingänge kann ich einmal drücken, aber nicht, wenn Sully da gerade im Weg ist. Okay. Ja, ist doch 100 pro noch ein Rätsel. Vielleicht um die Ecke. Ja, nee, warte mal, da habe ich schon gedrückt. Okay. Ja, mit den ganzen Symbolen und so ist das doch bestimmt ein Rätsel. Da auch nicht. Oder vielleicht von oben? Achso, kommst du gar nicht hoch. Was ist denn hier noch? Da ist sonst auch nichts. Kommst du hier nicht drauf? Echt nicht? Ja, okay. Aber die stehen ja jetzt so an der Seite rum. Vielleicht müssen wir irgendwie... Nein. Geben Sie sie mir. Gut. Das Tagebuch. Danke. Trau niemals Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß. Nein, nein, nein! Weg! Was zur Hölle? Hey Charlie, bist du okay? Charlie? Was zur Hölle? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch ist. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Yeah. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los! Hau bloß ab. Okay. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallus. Charlie, hör zu. Hey, alles ist Hau gut. Ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm, komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben. Weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Paul, wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau, was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann. Ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, hermetisch. Vom griechischen Hermes, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht der Raum zwischen den Säulen, sondern die mittlere Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, Mann und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Was ist es? Sully, hilf mir hier mal. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie, komm schon. Oben und unten sind beide gleich. Aha. Na bitte. Hier lang. Ey, jetzt quatscht er hier die ganze Zeit, oder was? Das ist ja ein bisschen lustig, aber... Müssen wir uns wohl durch? Er tut mir auch leid. Kapitel 9, der Mittelweg. Okay, ihr geht vor. Ich helfe Charlie. Ja, alles vor allem klar. Hat er doch immer so Angst.
Ganz langsam, mein Lieber. Alles gut. Wohin bringst du mich? Wir gehen einfach hier durch, okay? Wieso machst du das? Keine Sorge, Mann. Fass mich nicht an! Alles okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Charlie. Okay, sind durch. Das ist gut. Da oben ist noch ein Durchgang. Geht weiter. Ich mach das. Wir leuchten dir den Weg. Komm, Kumpel. Gleich geschafft. Es wird enger. Och, du Armer. Er tut mir echt zu leid. Halt. Oh nein. Bitte keine Spinnen. Dann tue ich mir auch selber leid. Oh Gott. Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Ich muss hier raus. Scheiße, ich muss hier raus. Ja, du bist gleich draußen. Ich muss hier raus. Sieht zumindest so aus. Oh Gott. Ganz ruhig, okay? Oh Gott. So, wo sind wir denn hier? Wo sind denn die anderen? Ach, es geht noch weiter. Oh nein, gut so. Nein. Charlie, los, komm schon. Nur noch ein. Lasst mich! Alter, los! Ey! Wow! Lass es doch mal, ist alles cool, Alter! Alles cool! Nicht ins Gesicht, genau. Schlag mich woanders hin. Oder ich weiche einfach nur aus. Ich schlag dich gar nicht. Oder sollte ich? Ich glaube nicht, ne? Ist nicht ganz so nett, einfach nur ausweichen. Du willst es nicht wirklich. Halt Maul! Es riecht beruhigend. Ich will dir doch nichts Böses. Aua! Du willst mir was Böses. Hey, ich finde es nicht cool. Sind doch Freunde. Du willst es nicht wirklich. Sind doch Freunde. Aua, ich weich doch auf. Hey. Jetzt komm schon. Geh da durch und gut ist. Das dauert noch ein paar Minuten. Oder schubst den da durch, genau. Schluss jetzt. Genau, schubst den da irgendwie durch. Dass der erstmal drin ist und dann... Genau, prügel den da schön in die Ecke. So, das funktioniert nicht so ganz. Ja? Oh, er wirkt ihn, das ist krass. Alter, jetzt hör doch mal auf, bitte. Nate, befreist du dich mal bitte? Ich drücke hier gerade ohne Ende. Hallo? Hallo? Charlie! Stopp! Cutter! Charlie? Nein, was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate. Okay, du musst zuhören. Du erwürgst Nate. Charlie! Mein Gott. Komm, alles gut. Mir geht's gut. Komm, steh auf. Mir geht's gut. Wir sind quitt. Warte mal. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Wow. Auf ein neues. Ich gehe zuerst. Folgt mir. Nein, noch drehe ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Oh, toll. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauche Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Na los, hauen wir ab. Die suchen uns bestimmt. Na super, und ich darf wieder vorgehen, ne? Was haben wir denn hier? Da kann ich doch niemals so runter, oder? Kann ich an der Wand klettern? Kann ich mich hier dranhängen? Ach so, er kann doch runter.
Das erinnert mich gerade total an diesen Raum im zweiten Teil, bevor wir nach Shambhala gekommen sind. Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Das ist mehr als nur eine Gruppe. Okay. Was haben wir denn da noch? Ach, wird das jetzt ein längeres Rätsel? Was? Nein, hab ich nicht. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Sonst hätte ich gesagt, mache ich mal eine Aufnahmepause. Ich weiß nicht. Wir müssen herausfinden, wie wir ihn drehen können. Ja. Da, die Kanäle. Das sind wohl Wasserkanäle. Ja, ja, aber ich konnte hier vorne jetzt gerade nichts machen, oder? Was haben wir denn hier? Ich gebe... Moment. Was kann ich denn... Ah. Ach so, die Fackel anmachen. Bringt das irgendwas? Was kann ich denn da noch machen? Kann ich jetzt hier drehen? Nate? Okay, ich glaube, das funktioniert noch nicht so wirklich. Kata, gehst du bitte aus dem Weg? Ich möchte mal eben schauen, was hier oben ist. Siehst du da oben was? Ja, ich sehe 1, 2, 3, 4... Die lassen sich sicher entzünden. Ritter? Tote Ritter? Also die beiden auf jeden Fall. Seid ihr auch Ritter? Ja, ihr seid auch Ritter. So, sie lassen sich entzünden. Hier oben, oder was? Ach, jo. Ja, machen wir das jetzt noch? Ich weiß ja nicht. Wir können ja mal gucken, was passiert. Sie markieren Positionen auf dem Globus. Ach so. Entzünden wir die anderen. Ja gut, Positionen auf dem Globus bringen uns aber nicht viel, wenn der Globus nicht richtig gedreht ist, oder? Jetzt noch zwei. Wie kommen wir denn am besten... rüber. Also hier schon mal nicht. Haben wir denn eine Treppe zur anderen Seite? Rüberspringen können wir auch nicht. Achso, hier geht's direkt weiter. Noch eins. Als letzte. Unglaublich. Aber das Licht passt irgendwie auf nichts. Ja, das stimmt. Wir weiter. Ja, dann hat das irgendwas mit diesen Kanälen zu tun. Aber ich kam doch da... Ah. Hey, hey. Ist das das Wasser? Nein. Oh nein. Bitte, bitte sag mir, dass du die auch siehst. Ja, ich sehe sie. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Wenn ich renne, sollte ich es über dieses Becken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee? Oh, shit. Aber gut, die Spinnen machen mir nach wie vor... Da runter. Vielleicht kannst du das Becken entzünden. Halten Sie L2 gedrückt, wenn Sie eine Fackel halten, um zu sehen, wohin Sie sie werfen. Lassen Sie L2 los, um die Fackel zu werfen. Okay, also die Spinnen, wie gesagt, machen mir nichts, weil es sind ja die Kleinen. Ich wollte aber trotzdem doch eine Aufnahmepause machen. Ich probiere das jetzt eben. Dann einmal zum Test und dann muss ich es in der nächsten Folge wahrscheinlich sowieso nochmal machen. Genau so. Ach, okay, und dann könnte ich da drauf und so bahne ich mir dann den Weg. Ja, Leute, ich gucke nochmal eben kurz auf die Uhr. Nee, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Wir machen das beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.